Es ist der 11. September 2001. Irgendwas ist ins World Trade Center geflogen, oder das... Das ist das World Trade Center. Ja, genau. Irgendetwas scheint reingestürzt zu sein. In New York passiert an diesem Tag der schlimmste Anschlag auf der ganzen Welt. Was damals passiert ist, hat die Welt für immer verändert. Früher Morgen in New York. Bei der Flugsicherung Boston gibt es einige Probleme. American Airlines Flug 11 antwortet nicht mehr. Noch wird von keiner Flugzeugentführung ausgegangen. Doch dann wird ein Notruf ausgesetzt. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. We regret Boston. We're up in the air. We're supposed to go to LA, and the cockpit is not answering. And there's somebody stabbed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. I think we're getting hijacked. We have some planes. Just stay quiet, and you'll be okay. Nach dieser Meldung der Entführer ist klar, dieser Tag wird schlimm enden. Doch an New York und die Türme des World Trade Centers wird da noch nicht gedacht. Bei der New Yorker Feuerwehr ist es zu Anfang noch ein ganz normaler Routinetag. Kurz nach der Meldung der Terroristen ertönt auf einmal ein Flugzeug über Manhattan. Ein Blick zum World Trade Center. Alle Leute sehen, wie ein Flugzeug in den ersten Turm der Tower fliegt. Auch in Deutschland kommt kurze Zeit später diese Nachricht an. Also ich kann mich noch ganz, ganz gut daran erinnern, weil ich weiß, dass ich genau in dieser Woche krankgeschrieben war, weil ich einen grippalen Infekt hatte und habe den Fernseher angeschaltet und habe Bilder gesehen, wo ich dachte, was geht denn da ab? Und habe ehrlich gesagt gedacht, dass es ein neuer Film ist, der dort vielleicht präsentiert wird in so einer, in so einer Vorführung. Für die New Yorker Feuerwehrleute wird es hektisch. Auf so eine Situation sind die Einsatzkräfte schlecht vorbereitet. Kurz nach diesem schlimmen Ereignis tritt das gleiche Problem bei der Flugsicherung New York auf. United 175 meldet sich nicht mehr. Um 8.47 Uhr Ortszeit rücken alle umliegenden Einsatzkräfte an. Hab's gesehen und gehört. Aus dem Gebäude bin ich vor einer halben Stunde mit einer Lieferung rausgekommen. Vor einer halben Stunde. Ich war im 43. Stock. Es könnten Terroristen sein. Man weiß ja nie. Aber das glaube ich nicht, denn ich habe das Flugzeug gehört. It turns out, Gideon took his camera and started walking down towards the Trade Center. He was sure his brother was inside, and he wanted to get to him. Und auf einmal der gleiche Ton über Manhattan. Ein zweites Flugzeug ist in den zweiten Turm des World Trade Centers geflogen.
Und ehe ich geschnallt habe, dass das kein Film war, sondern dass es wirklich in echt passiert ist, wie diese Flugzeuge da durch diese Türme flogen, erst eins und kurze Zeit später nochmal zwei. Ich habe vor diesem Fernseher gesessen und konnte das überhaupt nicht einordnen, diese Bilder. Es war so unfassbar und so bedrückend und bin wirklich, das weiß ich noch, den ganzen Tag nicht von diesem Fernseher losgekommen. Immer mehr Trümmerteile stürzen vom World Trade Center. Von den Feuerwehrleuten gibt es wenig Hoffnung. Man kommt schwer dort hoch und es kann auch für die Feuerwehrleute das Ende bedeuten. Und dann passiert das, was nie für möglich gehalten wurde. Turm 1 des World Trade Centers stürzt in sich zusammen. Dass in diesen Fernsehsendungen, die dann gezeigt wurden, stand überall Terror in USA. Und das waren ja dann auch wirklich diese prägnanten Schlagzeilen, die man dann so gesehen hat. Feuerwehrmenschen sind in dem Schutz der Tower eingeschlossen und gestorben. Kurz danach stürzt auch Turm 2 ein. New York ist bedeckt von Rauch und Schutt. Heute gibt es ein Museum und Denkmal, was an die Terroranschläge des 11. September 2001 erinnert. Mit Teilen von den Überresten der Tower und der Flugzeugteile. An einer Wand steht "No day shall erase you from the memory of time." Das bedeutet, kein Tag würde dich aus dem Gedächtnis der Zeit löschen. Und so wird 9/11 immer in trauriger Erinnerung bleiben. Also das war wirklich so, weil man hat ja dadurch, dass man das ja auch wirklich dann so verfolgt hat, man konnte ja gar nicht aufhören, dahin zu gucken, obwohl es eigentlich so schrecklich war. Und als man dann eben gesehen hat, wie da auch diese Menschen aus diesen Türmen gesprungen sind, ja, weil, also ich kann gar nicht sagen, wirklich, das, wenn ich daran denke, das ist heute noch, also man saß da wirklich total mit einem beklemmenden Gefühl, mit Tränen in den Augen und war völlig, man konnte es gar nicht fassen. Und ich glaube, sowas habe ich vorher eben noch nie erlebt. Und dass sowas möglich ist, war einfach, ja, unglaublich.